jetzt gegen Onyx. Was geht ab, Onyx? Von Fritzi 2003 Fanclub. Alles klar. Alles klar. C3 Sizilianer. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Wer liebt es nicht? Der C3 Sizilianer. Danke, Freunde. Danke für den Support. Freut mich, dass euch die Partie gefallen hat. Was macht man hier? Macht man nicht irgendwo Läufer E6? Ah, ich glaube, statt zu schlagen macht man Läufer E6, ne? Ich bin ein bisschen hier... bisschen vertan, habe ich das gefühlt. Erstmal C2 auf Ablenkung. Über 1000 Zuschauer jetzt auf YouTube und auf Twitch. Sehr nice, sehr nice. So. Es ist mein erklärtes Ziel, nicht direkt unterzugehen jetzt. Aber nachdem ich die Züge da schon ein bisschen verwechselt habe, könnte das schwierig werden. Ja, Springer B5, warum habe ich denn jetzt einfach, ja, Dame B8, Dame E4 oder was? G3. Ja gut, was soll's. Läufer D6 kann ich noch machen, ne? Oder Läufer D6 scheint noch für den Moment mich am Leben zu halten, aber schön ist anders. Schön ist anders. Für die Statistiker, das war Niklas zweitbester Sieg auf Leeches. Danke für die Info, Finn. Immer up to date hier. Jetzt stelle ich mal den Springer dazwischen. Ich glaube, so langsam komme ich zurück ins Leben. So langsam komme ich zurück ins Leben. Das bedeutet, dass ich meinen zweitstärksten Gegner auf Leeches besiegt habe, scheinbar, gerade. Ich frage mich jetzt, wer der Stärkste war. Aber das müssen wir später mal nachschauen. Erstmal jetzt gegen Onyx. So. Onyx, was machst du Feines jetzt? Ich kann nicht kurz sortieren, wichtig, weil dann werde ich matt gesetzt auf H7. Das heißt, ich werde hier erstmal mich anderweitig aufbauen. Vielleicht B5, Läufer B7, vielleicht auch einfach Läufer D7. Auf doof, einfach Figuren rausbringen. Keine schlechte Idee, denke ich mal. So, Onyx überlegt jetzt erstmal länger. Hier, B3 jetzt, ja, vernünftiger Zug. Bereit Läufer B2 vor, Springer C3. Wäre schön, geht aber nicht so gut. Was mache ich? Was tue ich? Springer B4? Kommt vielleicht Läufer A3? Machen wir mal Springer B4. Läufer A3 mache ich A5. Ist es kein Problem. Und wenn ich den hier mal raus operieren kann, dann würde es meiner Stellung doch sehr helfen, wenn ich das schaffen würde. A5. Ah ja, Georg Meyer, stimmt, wo ich einmal ganz, ganz fix die Figur gewonnen habe. Das war eigentlich, das zählt gar nicht. Das war eigentlich gar keine Partie, so wie ich da gewonnen habe. Das ging ja ganz schnell vorbei. Okay, jetzt tauschen wir mal die Damen. Das sollte ein bisschen helfen, um zu entlasten. Dame F4. Dunkler Drache. Ja, Jan hat auf jeden Fall auf mich abgefärbt. Zu viel Zeit mit Jan verbracht im Stream. Zu viel Zeit mit Jan verbracht. Das kann man nicht anders sagen hier. So, werden jetzt die Damen getauscht? Oder nicht? Aber ansonsten drohe ich auch hier abzutauschen. Läufer B1, gut, ändert nicht so viel. Ich habe einen Bauern mehr immerhin.
Ich weiß nicht, ob ich den wirklich zu was Nennenswerten verwandeln kann, aber für den Moment habe ich einen Bauern mehr. Ja, aus der Eröffnungskatastrophe, das habe ich doch bisher ganz gut gerettet, oder? Sebi 717. Ich würde sagen, es gibt schlimmere Eröffnungskatastrophen. Jetzt auch Springer C3 oder nicht? Wo ist der Trick? Dame B5 geht auch nicht. Springer C3. Double Threat, wie unser guter Freund Kugelbuch sagen würde, ist doch jetzt erstmal eine Quality weg. Eine Qualität ist jetzt weg. Auf jeden Fall, Ipschi, ich habe die Fokushose an. Merkst du es nicht? Ich schaue gar nicht mal auf den Chat. So fokussiert bin ich. Und Onyx hat hier die Angsthose, hat er, glaube ich, an. Der hat hier die Angsthose an. Was ist hier? Okay, mal übertreiben wir es mal nicht. Schlagen wir erstmal diesen Freund. Oh, kommt hier schon die zweite? Kommt hier, sag mal, Freunde, was ist denn hier los? Kommt jetzt hier sogar die zweite Fork? Die zweite Fork nacheinander? Ich werde verrückt. Es ist die zweite Fork. Eine Fork jagt die andere. Und die zweite Qualität geht flöten. Wie beim Baden. Oh, jetzt kommt hier aber. Jetzt kommt's aber, ne? Das habe ich nicht gesehen. Und das ist leider verdammt gut. Was soll denn das? Onyx, mach doch jetzt hier einfach mal mit, dass du jetzt diese Partie verlierst. Jetzt kommt er hier mit dem Gegenspiel und mein Turm ist weg. Ich glaube, es geht los, Onyx. So haben wir doch nicht gewettet. Das haben wir anders vereinbart. Der kommt jetzt hier zurück und es ist komplett. Die Störung ist jetzt komplett unklar. Onyx, Onyx, Onyx. Da müssen wir nochmal sprechen. Das war nicht der Deal, den wir von vornherein so ausgemacht hatten, du. Ich dachte, du gibst jetzt auf, nachdem ich dir hier die beiden Qualitäten wegnehme und auf einmal ist es hier komplett unklare Situation. Nein, 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 nein. So nicht, mein Lieber. So haben wir nicht gewettet. G3. Der kämpft jetzt wie ein wilder Büffel hier. Spüre ich schon. Der kämpft wie ein wilder Büffel. Okay. So. König C7, Dame C5. B6. Kämpft echt wie ein wilder Büffel. Aber jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt ist Schluss mit lustig. Der Büffel wurde erlegt. Onyx, sehr guter Widerstand. Danke dir für die Partie. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.